Ich wohne in Münster im Geistviertel in einer 6er-WG. Ich wohne, um ehrlich zu sein, zusammen mit meinem Freund in einer Wohnung. Ich wohne direkt am Rudolf-Habich-Weg. Also ich bin auch gerade gelaufen, 5 Minuten. Also ich wohne perfekt zur FH. Ich habe erst ewig gesucht und dann musste ich mal von Heidelberg nach Münster fahren und hatte da halt nichts, wo ich hier schlafen kann. Und dann wurde es halt auch voll teuer immer mit der Zugfahrt. Und da habe ich die ganze Zeit nichts gefunden, obwohl ich bei ganz vielen Castings war. Es war sehr schwer, eine Wohnung zu finden, besonders wenn man nicht direkt in Münster wohnt. Also ich musste lange suchen. Ich habe auch erst als Untermieterin in Nienberge gewohnt. Habe dann 3 Monate noch gesucht, bis ich an die WG gekommen bin da. Schwierig ist das schon, muss man sagen. Dann wurde aber zum Glück mit meiner Freundin was frei. Und dann bin ich da schnell eingezogen. Das war ziemlich glücklich. Ich habe am Anfang über WG gesucht, nichts gefunden. Und habe dann über Freunde von meinem Vater gehört, dass die Nachbarn von denen ein Haus kaufen und das an Studenten vermieten. Und so bin ich dann halt kurz vor knapp noch da reingekommen. Durch Zufall hat das Studentenwerk neue Wohnungen freigeschaltet, als wir gerade geguckt haben. Und wir waren die Ersten, deswegen war es im Endeffekt eigentlich nicht so schwer. Aber nur mit Glück.